Recht oft kriegt man den folgenden Satz zwar unterschiedlich kreativ formuliert, aber mit etwa demselben Inhalt heute zu hören. Wir begrüßen dich herzlich zum heutigen Livestream-Gottesdienst unserer Gemeinde. Sicher sitzt du gemütlich, vielleicht noch im Pyjama, in deinem Wohnzimmer, auf deinem hoffentlich bequemen Sofa, in der linken das Gipfeli und der rechten den Aufwach-Espresso. Schön, dass es das Internet gibt und du dich zugeschaltet hast. Darauf folgen oft vollumfängliche Gottesdienste inklusive Live-Lobpreis, Gebetszeiten, Barcode-Kollekte, Predigt, Anschlusslieder oder Abschlusslieder und Infos etc. Wohlverstanden ohne Publikum vor Ort. Ich möchte heute einige Worte zur aktuellen Entwicklung des Sofa-Christentums verlieren. Ich kann diese Entwicklung nachvollziehen und sehe auch einige wirklich gewinnende Aspekte, wie zum Beispiel die starke Zunahme der Verbreitung des Evangeliums durch die vielen Kanäle und Möglichkeiten des Internets. Und damit verbunden natürlich auch das Potenzial, sehr viele Menschen mit der besten und hoffnungsvollsten Botschaft aller Zeiten zu erreichen. Dahinter stehe ich voll und ganz und erkenne darin gerade in der heutigen Zeit eine großflächig angelegte Initiative Gottes, vielen, vielen Menschen auf dieser Erde mit seiner Retterliebe zu begegnen. Satan, der Fürst dieser Welt, gibt sich zwar in seiner begrenzten Zeit, die ihm noch zur Verfügung steht, alle Mühe, die Menschen dieser Welt unter die Herrschaft seiner Krone zu bringen und zudem in Angst und Schrecken zu versetzen. Doch Gott wäre nicht Gott, könnte er die verbissenen Bestrebungen seines Widersachers nicht stets zu seinem Vorteil nutzen. Halleluja! Schon lange vor der Covid-19-Phase hat bei mir allerdings ein Umdenkprozess begonnen. Die zentrale Frage dazu, inwiefern kann, darf oder soll das Christsein bequem sein? Wie viel Konsum, Unterhaltung und Animation braucht der Christ, wenn überhaupt? Dazu muss ich vorausschicken, dass ich nicht besonders gut auf Unterhaltung oder Animation anspreche. Konsum in gewissem Sinne vielleicht eher. Und es ist mir bewusst, dass diese Frage viel Interpretation offen lässt. Nehmen wir deshalb die Bibel zur Hand und schauen mal genau hin, welche Prioritäten die ersten Christen, nachdem sie einige Jahre persönlich mit Jesus unterwegs gewesen waren, gerade überwältigend mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, setzten. Auch wenn du diese Bibelstelle aus Apostelgeschichte 2,42 schon oft gehört und gelesen hast, lass dich dennoch neu inspirieren von Gottes Wort. Erstens, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Die Apostel waren diejenigen, die mit Jesus über längere Zeit und sehr nahe unterwegs waren. Sie waren entsprechend geprägt und geschult von Jesus selbst und seine Worte halten noch in ihren Ohren. Sicher hatten sie auch vieles notiert, was ihnen jetzt zur konkreten Unterweisung der Menschen diente. Kurz, sie lehrten die Menschen das, was Jesus sie gelehrt hatte und was der Heilige Geist ihnen aufs Herz gab. Vergleichen wir das mit der heutigen Zeit, so sehe ich für die meisten Menschen in unseren Breitengraden drei wesentliche Grundvoraussetzungen, die für alle gleich sind. Punkt A. Solche Erstlingsapostel, die durch ihr physisch-persönliches mit Jesus unterwegs sein tief geprägt und verändert wurden, gibt es in der heutigen Zeit wohl nicht mehr. Wir finden die Lehre der Apostel nun aber niedergeschrieben in Gottes Wort. B. Wie gut, die meisten von uns haben die Möglichkeit und die Wahl, Gottes Wort eigenständig zu lesen und zu studieren. Punkt C. Wir haben alle, die wir an Jesus Christus gläubig geworden sind, den Heiligen Geist empfangen, der uns in alle Wahrheit leitet. Johannes 16,13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Wie gut ist denn das? Daraus schließe ich, dass kein Christ dazu berufen ist, Predigten und christliche Unterhaltung zu konsumieren, sondern vielmehr selbst in der Bibel zu lesen. Ja, die Bibel persönlich und auch zusammen mit anderen Menschen zu studieren, mit dem Anspruch, geleitet vom Heiligen Geist, das richtige Verständnis der Wahrheit des Wortes Gottes zu erlangen. Zweitens, das Leben der Christen war geprägt durch ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Für mich ist dies ein Hinweis darauf, dass die Prioritäten Gottes keinesfalls verrückt werden dürfen, auch heute nicht. Christsein funktioniert nicht ohne prägenden Zusammenhalt. Gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft funktioniert nicht.
Johannes 13, 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das Problem oder ein Problem, wir haben diese Aspekte in der Vergangenheit zu fest mit der Gemeinde als Organisation verknüpft und dies war meiner Ansicht nach schon immer der falsche Ansatz. Gerade heute zeigt sich das stark, weil im Moment organisierte Gemeinde nicht mehr oder nur noch recht eingeschränkt funktioniert. Isoliert zurückzulehnen im Sofa und zu warten, bis bessere Zeiten kommen, ist aus meiner Sicht überhaupt keine Option. Vielmehr glaube ich, gehört der Aspekt des gelebten und spürbaren Zusammenhaltens in Liebe und Hilfsbereitschaft ins tiefste Privatleben eines jeden Christen. Nutzen wir doch gerade jetzt die Möglichkeiten, die wir haben dazu und warten nicht auf bessere Zeiten. Denn die kommen voraussichtlich gar nicht mehr so, wie wir uns das ausmalen. Drittens, was das Leben der Christen prägte, war das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Erinnern und verinnerlichen. Das war im Alten Testament eine zentrale Devise, die von Generation zu Generation weitergetragen wurde. Das Volk Gottes sollte sich daran erinnern, wer Gott für sie war und wer er ist und was er für sie getan hat und tut. Genau dasselbe will Jesus mit dem Mahl des Herrn. Und wir müssen uns vor Augen malen, wir Menschen vergessen oder zweifeln sehr schnell. Gott möchte aber, dass wir aktiv und aus Eigeninitiative dranbleiben. Und genau da spielen uns die Gemeindeprogramme nach meiner Ansicht nicht in die Hand. Im Moment natürlich, wie gesagt, weil viele gar nicht mehr stattfinden können. Ich glaube aber, sie haben uns noch nie so richtig alltagstauglich in die Hand gespielt. Die ersten Christen damals trafen sich täglich. Völlig unkompliziert und nahmen das Mahl des Herrn jeden Tag ein. Sie ermutigten sich täglich, wahrscheinlich vorwiegend im kleinen oder familiären Rahmen, frisch, aktiv und persönlich an Glauben festzuhalten und dran zu bleiben. Glaube ist ja keine Privatsache, weil wir, die wir gläubig sind, uns echt interessieren dürfen, wie es dem Bruder oder der Schwester wirklich geht. Aber er gehört dennoch in unsere intimste Privatsphäre sowie in die kleinste Zelle unserer Gemeinschaft mit anderen. Das Mahl des Herrn können wir gut zu zweit oder in kleineren Gruppen und so oft wir uns treffen einnehmen. Kein Problem. Wir brauchen dazu ganz sicher keine Gemeinde oder Kirche, die uns das professionell serviert. Und viertens, was das Leben der Christen prägte, war das Gebet. Was meinst du, wie hat das gemeinsame Gebet damals ausgesehen? Nicht ganz einfach zu sagen, aber ich glaube, es war schwer geprägt von dem, wie Jesus seine Jünger das Beten gelehrt hat. Dabei stand die Anbetung Gottes, der Fokus auf Gottes Heiligkeit und sein Reich, das durch Jesus Christus fassbar auf die Erde gekommen war, sowie Gottes himmlischer Wille umgesetzt, sichtbar, greifbar im Zentrum. Die ersten Christen waren, wie wir es auch heute noch sind, zentral auf das Reden, das Leiten und das Führen des Heiligen Geistes angewiesen. Sag mir, wie sollten sie denn, wie von Jesus gelehrt, himmlische Dinge sonst in Existenz auf Erden beten, wenn nicht durch die Weisung des Geistes Gottes? Und sicher waren ihre Gebetszeiten auch geprägt von persönlichen Alltagsanliegen, geprägt und inspiriert davon, zusammenzuhalten und einander in Liebe und Hilfsbereitschaft zu begegnen. Hand aufs Herz, solche lebendigen Zeiten des Gebetes sind einerseits dazu gedacht, um Gottes Wille ins Zentrum unseres eigenen Lebens zu rücken, mit ihm ganz persönlich Beziehung zu pflegen, mit Gott in persönlichem Austausch zu sein, ganz wichtig. Und natürlich auch genauso wichtig, um mit anderen zu beten. Aus meiner Sicht sind solche gemeinsamen Gebetszeiten vor allem auch für kleinere Gruppen gedacht, wie es die ersten Jünger auch vorwiegend praktiziert haben, glaube ich. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, heißt es im 1. Thessalonicher 5, 17. Tut und praktiziert das vor allem in ganz alltäglichen Situationen. Ein Fazit: Das Sofa ist für den Christen gemacht, aber der Christ nicht für das Sofa.